So, genug rumgespielt. Ihr dürft trotzdem allesamt sterben. Wobei, das ist eigentlich der perfekte Moment. Die kommen eh alle von vorne, um mal kurz ein bisschen mein Snipergewehr zu trainieren. Einfach mit den absolut geilsten Headshots der Geiligkeit. Ich habe noch nicht einmal Headshot getroffen. Nein, noch vorhin schon kritisch da. Level up! Woo! Warte, du willst auch noch mit rankommen. Das wirst du natürlich nicht. Es wird sogar angezeigt, wenn man einen besseren Treffer machen würde in dem Moment. Das ist natürlich schön. Jawohl, Crit! Okay, der ist noch da. Das war der Moment, wo ich vorhin gestorben bin, oder? Da kommen sie nämlich. So nämlich. Nicht? Da wären die ersten nämlich nachlässig geworden, aber nicht ich. Ich werde nie nachlässig. Also außer, wenn ich eh schon gewonnen habe. Wie gerade eben besprochen. Da kommt keiner mehr. Oh mein Gott, hinter mir. Nie werde ich nachlässig. Ich kriege immer alles mit. Das waren aber alle, ne? Dankeschön. Okay. Also nicht böse gemeint, aber bist du eigentlich immer so doof? Danke, danke. Okay, das gönnen wir uns noch mit. Den Rest haben wir... Au! Oh. That's nice. Gönnen wir uns auch ein paar Mal. Nichtsdestotrotz, wir haben alle Gegner, heißt wir dürfen ganz kurz das Sicherheitssystem einmal wrecken. Und ja, ich weiß, ich werde nie für irgendwelche, Geheimaktion benutzt, weil es immer mal wieder verkacken könnte gegen Ende. Und ich wäre wahrscheinlich auch äußerst ungünstig als Feuerwehrmann, wenn ich dann vor den Flammen stehe mit meinem Wasser und sage, du hast verloren. Jemand springt einfach so eine Feuerlatte von oben auf mein Gesicht runter. That's the way I'm going to die. Definitiv, dass ich das Feuer torte, dass es doch so scheiße ist. Okay, apropos Scheiße. Wir haben einige Laser. Okay, müssen wir wieder ein bisschen rumprobieren. Das steht dann... Warte mal, das ist doch ein mittlerer Ring. Mal ganz kurz schauen. Das ist der innerste, das ist der nächste, der hier. Ah, wir haben dahinter auch nochmal hier was, was das blockt. Das heißt, wenn, dann müsste ich... Wir haben auch vier Laser für vier Dinger. Das heißt, wir müssen gar nicht mit jedem hier eins abdecken. Jetzt will ich mal ganz kurz, du könntest hier rauf gehen. Okay, machen das wieder strichchenweise. Das hat bisher immer am besten funktioniert. Du kannst hier stehen, weil du nichts kaputt machst, aber damit aktivierst du nichts. Hier wäre eine Option. Gut, du schießt von da aus. Die beiden stehen nicht im Weg. Das passt. Jetzt müssen wir irgendwie die anderen beiden noch aktivieren. Ihr würdet von hier aus im Weg stehen. Alles, was ich bisher hatte, könnte ich genauso gut mit denen da machen. Aber die können, wenn, dann so stehen, was nichts bringt. Die könnten so stehen, was den einen noch direkt mit aktiviert. Das ist tatsächlich nicht okay, weil der oben im Weg steht. Das ist das auch doof. Das würde gehen. Da trifft der den da unten. Das ist in Ordnung. Okay. Das heißt, du könntest auch nicht so stehen, weil das den kaputt macht. Du wärst in Ordnung. Und jetzt müssen wir irgendwie mit dem hier nur noch... Fuck. Okay. Da funktioniert das so rum nicht. Auch in Ordnung. Aber der macht halt relativ wenig kaputt. Ich glaube, ich würde den auf jeden Fall mit reinnehmen dafür, das hier außen weglassen. Das heißt, das hier in dem Fall. Können wir mit dem immer noch... Wir brauchen so oder so drei irgendwie. Das heißt, wenn wir jetzt allerdings einfach das hier aktivieren, dann geht der nicht mehr durch. Das heißt, wir müssen... Ist nochmal ein einzelner. Den könnten wir noch mit hier entschließen. Das würde auch funktionieren. Funktioniert nur... Wenn wir den hier jetzt hier hin drehen, das würde noch gehen. Und jetzt macht der äußerste Ring gar nichts. Das heißt, den können wir jetzt... Fuck, der kommt da gar nicht mehr ran. Scheiße. Okay, das heißt, das steht noch von der anderen Seite im Weg, das steht im Weg. Das hier bringt nichts, hier steht was im Weg. Hier blockiert der Ring das da oben. Hier würde er theoretisch durchkommen und auch nichts blockieren. Das heißt, das ist eine Option, die möglich ist. Dafür muss das hier jetzt gerade einmal raus. Das funktioniert wegen dem nicht. Okay, wenn wir jetzt das hier weiter drehen, einfach andere Optionen hier mit ausprobieren, dann wäre das hier eine Option. Das ist da drüben blockiert. Fucking hell. Okay, das ist bei mir irgendwie immer nur wildes Rumprobieren, statt sinnvoll zu überlegen, was gehen würde. Deaktivieren wir die.
Können wir jetzt den zufällig einmal so drehen? Das hatten wir auch schon, ne? Okay, dann fangen wir nochmal von innen heraus an. Von außen hat er jetzt nicht geklappt. So, aus, aus, aus. Wunderbar. Okay, das würde grundsätzlich hier drauf gehen. Wir können es natürlich auf jedes andere auch noch mitstellen, aber ist in Ordnung. Dann klappt das erstmal. Dann ist der aber wasted, wenn wir das so machen. Wir können doch in irgendeiner anderen Weise zwei treffen. Die könnten die zwei treffen. Wir probieren das mal mit aus. Da kommt der hier durch. Das macht keinen Sinn. Der muss dann da oben hinschießen, weil sonst immer die Dinger blockieren. Wobei der so nicht stehen kann, weil das links daneben genau unter ihm kopiert. Sorry. Ja, entschuldige ich besser dafür, dass du mir gesagt hast, dass ich dumm bin. Und es auch noch stimmt. Okay, das heißt, das hier macht schon mal keinen Sinn, weil dann der da unten einfach, weil halt nicht genügend getroffen werden könnte. Das hier macht auch keinen Sinn. Wie gesagt, es ist eh einer, der theoretisch überflüssig ist. Es ist die Frage, ob wir trotzdem alle Ringe aktivieren müssen oder nicht. Das hier würde grundsätzlich erstmal, nee, es würde ihn da links mit blockieren. Das hier würde grundsätzlich erstmal nochmal gehen. Da kommen wir überall mit ran. Das würde klappen. Okay. Wenn wir jetzt das Außen aktivieren, da kommt das auch durch. Und hier kommt das durch. Jawoll! So sieht es nämlich aus. Das wäre der Schwerkraftstabilisator im Kern des Schiffs. Easy. Warnung, nicht autorisierte Holo-Verkleidung erkannt. Was? Oh, die Holo-Verkleidung kann sie wohl nicht mehr täuschen. Bist du dir da absolut sicher, Ratchet? Probieren wir es einfach nochmal aus. Woher wollen die wissen, dass ich der Echte bin? Man kann einfach daneben stellen und so tun, als ob... Ich bin sehr gut darin, einfach so zu tun, als wäre ich gut. Ohne es wirklich zu sein. Gerade zweiteres macht Quark ja auch ziemlich stark aus. Es ist halt reines Quark, worüber er redet. So, Jägerwerfer. Ich habe mal stark trainiert, aber noch nicht wirklich verbessert. Mehr Munition ist immer gut. Zielkegel. Ja, ja. Nehmen wir mit. Gönnen wir uns. Schnellere Erfassung. Warum nicht? Welt kommen wir? Naja, nicht ganz rum. Aber gönnen wir Übertaktungssensor. Durch das Einsetzen eines zeitlichen Scan-Algorithmus kann diese Waffe zusätzlich simultane Raketen lenken. Okay, mehr Raketen. Alles klar. Mehr Bomben finde ich gut. So. Ich bin kein Lombax. Okay, es funktioniert wirklich nicht mehr. Dann tanzt du jetzt für mich? Das finde ich eigentlich absolut super, denn das Beste ist, ich weiß, dass die diesen Move hier machen. Wenn ich jetzt meinen Plasma-Stürmer uns gönne, müsste der Kopf ja halbwegs immer an der... Ich habe mich einmal getroffen, oder? Naja, egal. Passiert schon mal. Okay, Sniper im Nahkampf. Bam, easy. 360 Full Scope. Ohne 360. Gönn dir. So, haben wir. Ah, man hätte jetzt dieses ganze Loot einsammeln können. Einfach die ganze Zeit mit Quark als Charakter da durchlaufen können. Das macht natürlich voll Sinn. Von mir aus. Ist auch toll, dass sie jetzt das absolute, allzerstörende System der Zerstörung nicht mehr benutzen. Bis zum Abschluss der Deplanetisierung fällt die gesamte Kommunikation aus. Das heißt, bis auf weiteres keine Anrufe, SMS oder Holonachrichten. Oh, nein! Fucking hell! Okay, ich gehe da einfach rein und werfe meinen Ehrenjäger auf alle Leute. Das geht leichter und macht mehr Spaß. Dann willst du einmal Sniper-Schütze sein und dann schießt der Gegner auf dich. Wie kann er nur so ein... Aua, Arschgesicht! Okay, automatisch Ziel ist einfach noch das Beste, was ich machen kann. Okay, wir haben keine Schüsse mehr. Dann hört ihr mal ganz kurz alle auf zu kämpfen. Sehr freundlich. Die kleinen Minions dürfen auch in Ruhe von alleine sterben. Und dann holen wir kurz den Todeshandschuh raus und zeigen denen mal, wer hier weggetötet werden kann. Oder hätten wir jetzt auch nicht tanzen. Wer nicht tanzt, wird platt gemacht. So, dann Todeshandschuh fliegt weit genug. Das wird aber nicht reichen. Okay. Probieren wir mal die Kreisklingen. Ich glaube, die könnten auch verdammt witzig sein, weil die ja so wild durch die Gegend fliegen. Und noch dann mehrere Gegner auf einmal treffen können. Und wie wir bei Darkest Dungeon schon gelernt haben, ist einfach AOE-Damage das Beste, was du machen kannst, wenn du viele Gegner hast. Hätte das gedacht. Viele Gegner treffen ist gut, wenn du viele Ziele hast. So, komm rüber. Wer schießt mich denn hier ab? Ah, du.
Okay, ja, keine Munition mehr. Danke. Für die nicht fahrende Bodenkämpfe nochmal Mr. Zora. Da. Aggressor! Enton! Geht schon im Namen. Meine Lieblingswaffe, wenn es zum Angreifen geht. Könntest du dich bitte nicht in der Explosion deines Freundes verstecken? Sehr freundlich. Danke. Nein! Stopp! Halt, stopp! Jetzt töte ich euch! So, komme ich an das Loot noch mit ran oder ist das jetzt einfach. Ah, man kann hier durch. Wunderbar. Ist das der richtige Weg? Ah, guck mal, Loot. Also, vor allem ein bisschen Leben, wie ich schon wieder sterbe. Ich nicht schon wieder gefragt werde, ob ich immer so eine Pfeife bin. Gut, oh shit. Sind zumindest viele Gegner. Sind vielleicht nicht stark, aber vier kann man noch böse sein. Oh, stimmt. Dich habe ich komplett vergessen. Mäh! Wir mähen sie alle nieder. Ah, Feuer, 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 Feuer. Schafsherde, folge mir. Die guten deutschen Schäferschafe. Die machen das schon. So, easy, gegönnt. Mäh. Mäh. Angriff, meine Schafe, Angriff. Oh, hier war ich schon mal, glaube ich. Zumindest auf der Map, da sind wir schon mal durchgelaufen, nur von der anderen Richtung. Haben wir, haben wir, haben wir. Hi, ho, ich bin ein paar Mal gestorben. Habe ich schon gefragt, wie ich zur anderen Seite komme. Ja, ja, ich wollte eh nicht aufgeben. Dafür habe ich ja meine stärkste Waffe, den Au! Genau, den Au rausgeholt. So sieht's nämlich aus. Komm schon, klappen nicht kaputt, sondern wer zum super großen Schaf. Wer hat hier eigentlich die Explosion? Level up! Sehr gut. Irgendwas ist mit dir die ganze Zeit in meinem Rücken, was echt nicht schön ist. Fucking hell! Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass einfach nichts zu tun? Okay, ihr da oben habt Besseres zu tun, als mich anzugreifen. Vertraut mir. So, da ist mein Leben, da ist meine Rettung. Easy peasy, ich spiele mal ganz kurz sinnvoll. Dann wirst du nämlich sterben. Ja, die ganze Schafe hier rumlaufen. Es ist echt schwer sinnvoll zu spielen, wenn da Schafe sind. So. Wie jetzt? Ich gewinne eh nicht. Warum das gesagt hat, du wirst definitiv ein Schafinator. Wenn ich ihn wiederfinde. Da. Auch okay. Hier oben sollten theoretisch trotzdem drauf gehen. Keine Munition mehr. Das ist alles ungünstig. Schafinator ist das Einzige, was ich noch habe, was angreifen kann. Also, bis auf die komplette zweite Seite. Wenn man hier mal die Wahrheit erzählen möchte. So, brennen wir uns halt nochmal ganz kurz durch. Standardwaffe kann man auch immer noch benutzen. So. Haben wir. Easy. Okay, haben wir. Da ist nochmal ein Gegner. Weil die Welt braucht mehr Schafe. Oh mein Gott, man kann nicht durchschießen. Wie lange haben wir jetzt aufeinander geschossen, ohne dass irgendeiner selber bemerkt hat, dass wir nicht durchschießen können? Viel zu lange. Das steht fest. So, komme ich da oben durch? Nein, da ist auch eine. Oh, da oben wäre ein MG gewesen. Damn it. Naja, gut. Dann haben wir halt die guten Waffen nicht mitbenutzt. Auch in Ordnung. Ihr wollt doch hier bestimmt eh nicht mich angreifen, ne? Schauen wir uns mal ganz kurz die geilen Movements mit an, die ich hier im Petto habe. Ich werde nicht einmal getroffen. Gut, ich schieße auch daneben. Aber es ist erstmal zweitrangig. Okay, come on, Leute. So. Okay. Haben wir. Danke. Und jetzt geht der Hell out of here. Das waren. Oh, Lebenspunkte. Das ist immer noch super, wenn hier irgendwo ein Warnhinweis ist, den ich nicht lesen kann. Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Mehr als sterben kann ich nicht. Okay, das macht Sinn. Besenkammer? Ja, da bin ich gerade so. So, komm mal kurz mit. Jägerwerfer. Oh, vier Schütze noch. Wurde eine Gedenkstätte für Viktor von Ion eingerichtet. Erweist einem gefallenen Mitglied des Teams euren Respekt. 5 Bolts. Ja, das klingt überhaupt nicht wie Abzocker. Oh, was? Ich habe doch keine Munition mehr. Fucking damn it. Okay, ich habe nochmal 2 Aggressoren bekommen. Schafinator wäre jetzt nett, aber ein bisschen ungünstig. Ich habe das Gefühl, meine Verteidigung geht gerade zunehmend weg. Ist das da oben eine Schwachstelle? Ja, ist eine Schwachstelle.
Fucking hell. Komm schon, triff. Jetzt aber. Dankeschön. Okay, das Ding ist zumindest schon mal weg. Immerhin einmal die Sniper aus der Deckung benutzt. So, jawohl. Ihr seid eigentlich nach 2 Treffern von dem Ding tot. Und noch ein paar mehr. Das war alles. Okay, dann tanzt für mich. Nee, schon wieder die Hunde kommen. Brauchen wir kurze Verteidigung gegen die. Zorkan, auf geht's. Okay, ich brauche irgendeine Waffe, die mich dauerhaft heilt, wenn ich angreife. Irgendeine Waffe. Wer schießt schon wieder Granaten? Ganz ehrlich, das ist nicht fair, wenn meine Granaten leer sind, selber Granaten zu benutzen. Und von mir aus auch irgendwelche, Scheiße. Alternativen dazu, Granaten ist richtig, nicht Raketenwerfer. Hier sind noch mehr. Gut, das heißt, wir... Ich habe Blitze wirklich fast nichts mehr, was so weit noch geht. Egal, wir haben Granaten zurück. Jetzt wird zurückgranadiert. Ja, ich weiß, er hat den High Ground. Ja, ich weiß, das ist ungünstig für mich. Fucking hell! Zum Glück kann ich mir nicht selber Schaden machen. Okay, wunderbar, durcherledigt. Wo ist jetzt der Gegner? Ich darf keinen Schlag mehr abbekommen. Da war doch gerade noch irgendwo einer. Oder? Ist erstaunlich ruhig dafür, dass ich noch den Gegner gesehen habe. Ah! Hütetjatja! Fick dich! Und deine Sneaky Tactics! Zorkon, hilf mir! Das ist gut. Dankeschön. Quantität! Mann! Okay, warte. Wir machen das ganz einfach. Auf geht's, Dance Bomb. Steht neben mein Kaufding, was mich gerade ein bisschen retten würde. Einfach so nochmal 2 Gegner mit dran. So. Okay, zumindest tanzt auch meine Kaufbox mit. Das ist das Schöne. Alter, bin ich durchgeschwitzt. So, ich habe 7 Dinger zum Waffen aufrüsten. Scharfinator, komm her. Wie gesagt, die einzige Option, die aller einzige Option, nicht out of ammo zu gehen, ist es, keine Ammo zu benutzen. Fuck. Mind Games. Gut, dann lassen wir das mal ganz kurz hier drum stehen. Und gönn uns lieber 4 extra Boost. Fließkondensator. Der Transformationsvorgang wird instabil und sendet eine Energieschockwelle aus, die Gegner in der Nähe transformiert. Oh, nice. Geht noch auf andere Leute mit weiter. Das ist natürlich super. So, Ja, krieg ich hin. Das wird ein Bosskampf sein, oder? Auflevelung und zum Schiff zurück. Schwerkraftstabilisator. Hi.